Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchte ich über eine Nachricht sprechen, die uns ein Zuschauer geschickt hat, die für Sie eine Warnung sein soll, wie Sie auch einen Fälschungstrick bzw. eine Fälschung in Zukunft bitte nicht aufsetzen sollten. Also wenn es Sie interessiert, bleiben Sie bitte bis nach dem Intro dran. Ja, Sie wissen es wahrscheinlich, wir Händler arbeiten natürlich mit teuren Prüfgeräten. Wir selbst, also die Firma Kettner Edelmetalle, bezieht einen Großteil über die Hersteller selbst. Und diese Ware, die wir über die Hersteller beziehen, lassen wir auch nochmal in unserem Lager auf Echtheit prüfen. Und somit bekommen Sie bei einem Einkauf mit der Rechnung entsprechend auch einen Echtheitsnachweis, dass Sie die Münze bzw. den Barren in einem ordnungsgemäßen Zustand gekauft haben und dass Sie sicher sein können, dass es sich hier um 100% Gold oder 99,9% Gold und 99,9% Silber handelt. Einer unserer wertvollen langjährigen Kunden hingegen hat uns eine Nachricht geschickt, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte und die ich einfach ganz wertungsfrei weitergeben will, weil ich denke, das ist was, das jedem passieren könnte, der sich entsprechend nicht weiterführende Gedanken macht. Und zwar, die Nachricht lautet folgendermaßen: Hallo Herr Kettner, vor einiger Zeit hatte ich ja bereits um einen Rückruf gebeten, was Sie auch taten. Ich erzähle Ihnen von dem guten Bekannten, der mir einen Barren, eine Unze von der Perth Mint im grünen Blister mit dazugehöriger Rechnung von einem XY-Münzkontor verkaufte. Zu diesem Münzkontor vielleicht kurz ein Satz. Der Münzkontor existiert wirklich. Das ist ein Händler, der auch seit langen Jahren seriöse Geschäfte am Markt macht. Ich zahlte vor circa 4 Wochen 1000 Euro, hatte also zum damaligen Kurs circa 20 Euro gespart. Er hätte es sonst zur Bank bringen müssen, so sein Argument. Es kam, wie es kommen musste. Beides, sowohl Barren als auch Rechnung, waren gefälscht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass selbst die Rechnung gefälscht war. Habe es von einem Fachmann überprüfen lassen, die Fälschung war allerdings sehr gut. Circa 20% waren Goldummantelung. Innen befand sich ein Wolframkern. Die Größe, das Gewicht und die Länge des Barrens waren auch in Ordnung und identisch mit dem Original, somit auf den ersten Blick nicht als Fälschung erkennbar. Dieses schreibe ich Ihnen, damit Sie unbedingt nochmal unseren YouTube-Zuschauern warnen und nicht auf eBay, anderen Plattformen oder unseriösen Händlern oder bei unseriösen Händlern einzukaufen oder gar bei Bekannten zu kaufen, sondern wirklich den Aufschlag zu bezahlen, aber dafür echtes Gold in den Händen zu halten und zum Händler seines Vertrauens zu gehen. So kann man wenigstens nachts ruhig schlafen. Mit freundlichen Grüßen, Thorsten I. Ich möchte aus Diskretionsgründen jetzt keine weiteren Persönlichkeitsdaten offenlegen, ist ja klar, aber ich möchte den Warnhinweis weitergeben, denn auch uns ist so etwas noch nie passiert, dass ein Kunde sowohl einen gefälschten Barren als auch eine gefälschte Rechnung hat. Den gefälschten Barren haben wir schon das ein oder andere Mal im Ankauf angeboten bekommen und natürlich ertappt und entlarvt, ja. Aber wenn dann eine Fälschung der Rechnung mit reinspielt, dann denken Sie natürlich von privat zu privat wirklich darüber nach, dass es unter Umständen für den Verkäufer einfacher ist, als zur Bank zu gehen oder die Barren an den Händler zu verkaufen. Aber warum sollte eine Privatperson an eine andere Privatperson verkaufen, wenn es auch bei einem Händler zu ähnlichen Preisen möglich ist, selbst wenn da Nuancen mehr Kosten drin sind, die der Händler eben kalkulieren muss. Sie können so hundertprozentig sicher sein, dass Sie ein echtes Stück kaufen, wenn Sie es bei einem Händler tun. Natürlich möchten wir den Privathandel damit nicht kaputt machen, aber wenn Sie diesen Handel betreiben unter Privatpersonen, dann bedenken Sie bitte das, was Ihnen oder was der Herr Thorsten I. hier in der Nachricht an uns erwähnt hat. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn dieser Warnhinweis den einen oder anderen schützen sollte, auch mal eine Fälschung auf die Schliche zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wenn Sie eine Beratung wünschen, dann rufen Sie mich, Dominik Kettner, mein Vater Jürgen Kettner oder gerne unser gesamtes Beratungsteam an. Wir freuen uns, Sie bald wiederzusehen. Machen Sie es gut. Tschüss.